ELF wird 2024 auch auf dem Tivoli gespielt. Kyle Canahan wechselt innerhalb der Liga und Devin Burrell hat ein neues Team. Das alles und noch mehr jetzt gleich bei ELF News Zone. Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde des europäischen Rasenschachs. Es ist Freitagmorgen und es ist auch wieder Zeit für die nächste Folge von ELF Newszone. In der letzten Sendung von Newszone haben wir es bereits angeteasert und jetzt ist es auch offiziell bestätigt. Die Cologne Centurions werden in der nächsten Saison mindestens 2 Heimspiele im Tivoli-Stadion in Aachen austragen. Der Grund für diesen Schritt ist, dass das Stadion Höhenberg und auch das Südstadion beide nicht zur Verfügung stehen werden, weil sie offiziell gesperrt sind für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Und daher jetzt eben der Ausweichtermin oder die Ausweichtermine auf das Heimspielstadion in Aachen. Aachen liegt zwar 70 Kilometer weit weg von Köln, aber das Stadion dort ist auf jeden Fall sehr modern und optimal für die Ambitionen der European League of Football. Und wir sind gespannt darauf, wie viele Zuschauer die Kölner 2024 zu den Heimspielen locken können und ob da ein ordentlicher Heimvorteil für die Kölner so weit außerhalb entstehen kann. Ryan Fire hat alle 3 amerikanischen Coaches wieder gesigned. Jim Tomsula, da war eigentlich relativ klar, dass er wiederkommt. Er wird neben der Rolle als Head Coach jetzt auch die Rolle des Präsidenten bei Ryan Fire ausfüllen. Und ihnen ist es ebenfalls gelungen, ihren Offensive Coordinator Andrew Weidinger und Defensive Coordinator Richard Kent wieder zu verpflichten für die neue Saison. Also alle 3 Meistercoaches kehren für ein weiteres Jahr bei Fire zurück. Die Madrid Bravos sichern sich neben den Diensten von Head Coach Rip Scherer nun auch die von Offensive Coordinator Dave Warner. Und Dave Warner ist kein Unbekannter, der hat in den USA sehr viel Erfahrung gesammelt, unter anderem 12 Jahre bei der Division I Universität Michigan State Spartans. Und da hat er nicht nur die Rolle des Offensive Coordinators, sondern auch die des Quarterback Coaches ausgefüllt und unter anderem Jungs wie Kirk Cousins oder Nick Foles gecoacht. Also der weiß auf jeden Fall, wie man erfolgreiche Quarterbacks ausbildet. Und natürlich hoffen die Bravos, dass sie über dieses Signing in ihrer Offense und vor allem auch mit ihrem Quarterback einiges an Feuerpower in der Saison 2024 auf dem Platz entfalten können. Die Tirol Raiders und Offensive Coordinator Kyle Callahan gehen in der Zukunft getrennte Wege. Das haben die Tiroler am Mittwochmorgen über ihren Instagram-Kanal mitgeteilt. Und nur eine Stunde später wurde Kyle Callahan dann offiziell als neuer Offensive Coordinator für die Munich Ravens vorgestellt. Ja, das ging schnell, aber wir wissen auch wieso, denn Callahan, der früher mit General Manager der Ravens Sean Shelton schon zusammengespielt hat und auf dem Feld stand, kommt jetzt zu der Münchner Franchise, um die Offense ins Laufen zu bringen und Shelton und das Team zu unterstützen. Damit haben die Munich Ravens jetzt schon 4 Coaches offiziell vorgestellt. Und mit Offensive Coordinator Kyle Callahan und Head Coach und Defensive Coordinator Allison haben sie ein sehr junges und dynamisches Duo und hoffen natürlich, dass die beiden die Franchise in die Playoffs 2024 führen können. Die Milano Seamen haben offiziell das Resigning von Wide Receiver Gianluca Sant'Agostino bekannt gegeben. Das Eigengewächs, welches 2009 über die Mailänder zum Football gekommen ist, hatte in der abgelaufenen Saison zwar nur 2 Catches für 7 Yards, aber die Mailänder zeigen damit auf jeden Fall, dass sie ihren jungen Talenten aus der eigenen Schmiede auch eine Plattform geben wollen und weiter auf sie setzen. Die Milano Seamen sind auch das Team, das zum ersten Mal einen ganz neuen Spieler für die kommende ELF-Saison vorstellt, nämlich den brasilianischen Defensive Lineman Gabriel Montagna. Montagna spielt für die brasilianische Nationalmannschaft und ist momentan noch in der brasilianischen Liga unter Vertrag, stand aber auch schon letztes Jahr in Europa auf dem Feld, nämlich für den französischen Meister, die Toulon Black Panthers. Und in seiner Zeit bei den Panthers kam er auf 38 Tackles, 2 Sacks und auch 2 geblockte Kicks bei 2 Interceptions und wird somit die schwächelnde Mailänder Defense im Jahr 2024 verstärken und weiter voranbringen.
Der erste Stil des Jahres ist nun auch perfekt. Die Wroclaw Panther haben sich die Dienste von Defensive Back und vor allem Return Specialist Devan Burrell gesichert. Burrell war 2023 zunächst für die Leipzig Kings aktiv und wechselte dann nach deren aus zu den Milano Seamen. Und da hat er wirklich für richtig Aufsehen gesorgt um die ganze Liga herum. Mit 5 Kickoff-Return-Touchdowns und 2 Punt-Return-Touchdowns ist das der beste Wert, der in der ELF jemals erreicht wurde. Sogar besser als der ehemalige Returner der Panthers, der jetzt für die Dallas Cowboys spielt, Cavante Turpin. Selbst er konnte diese Zahlen nicht erreichen. Folgerichtig wurde er dann auch zum Special Teams Player of the Year gekürt von der Liga und ins All-Star-Team gewählt. Und jetzt wird er also auf Return-Punkte und Interception-Jagd gehen bei den Wroclaw Panthers. Und da wird er wieder vereint sein mit einem seiner Teamkollegen von den Leipzig Kings, nämlich Ausnahmeathlet AJ Wendland. Und da können wir darauf gespannt sein, was die beiden im Zweigestirn für die Wroclaw Defense auf den Platz bringen in 2024. Gleich 2 Österreicher verlassen die Bühne der European League of Football. Der erste ist Linebacker Thomas Schnurrer, der für die Vienna Vikings unterwegs war und 2022 auch die Championship mit den Vikings gewinnen konnte. Und er litt letztes Jahr leider eine schwere Verletzung und muss daher seine Karriere in der Zukunft hinten anstellen. Mit seinem AFL-Team, den Graz Giants, war Schnurrer einer der erfolgreichsten Defense-Player in der österreichischen Liga. Gleich 4-mal gelang es ihm, den MVP als Defense-Spieler zu gewinnen. Und 2019 und 2021 war er auch Top-Tackler der Liga. Er war dann das erste Signing der Wiener Franchise in der ELF und hat dort auch gleich in Jahr 1 seine Leistung wieder auf den Platz gebracht und mit zahlreichen Tackles, Interceptions und Fumbles die Wiener Defense zu wirklich einem Mauerwerk gemacht. Jetzt wünschen wir ihm alles Gute für seinen Ruhestand und hoffen, dass es seinem Bein bald wieder gut geht. Alles Gute, Thomas, für die Zukunft. Der zweite im Bunde ist der Wide Receiver Fabian Abfalter von den Tirol Raiders, der 2011 mit dem Footballspielen bei den Tirolern begonnen hat, über das Jugendprogramm dann zum AFL-Team kam und schlussendlich auch im ELF-Team gespielt hat. Nach sehr vielen erfolgreichen Saisons und 10 gesammelten Titeln hat Abfalter offiziell sein Karriereende über den Raiders-Podcast Pirates Cove bekannt gegeben. Und wir wünschen Fabian alles Gute für seine Zukunft außerhalb vom Football. Und zum Abschluss der Sendung jetzt nochmal der Blick rund um die ELF von Hendrik Müller. Viel Spaß euch dabei. Rund um die ELF. Vom Head Coach zum Kommentator. Galaxies Head Coach Thomas Kösling wird an diesem Sonntag das NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs im Audiostream der Sportschau und HR Info kommentieren. Ein absoluter Experte wird also das NFL-Frankfurt-Spiel kommentieren, für alle, die nicht im Stadion oder vor dem TV sitzen können. Starke Leistung und viel Erfolg, Coach K. Ryan Fire Düsseldorf. Das hört man oft. Doch das Team spielte weder in Düsseldorf, noch war der Sitz des Büros in der Stadt am Rhein. Doch das ändert sich nun. Wie Coach Reck im ELF-Fan-Talk hier auf YouTube mitteilte, zieht das Büro aus der Kleinstadt Neuss nun in die Innenstadt von Düsseldorf. Ab 2025 werden auch die ersten Partien in Düsseldorf ausgetragen. Ryan Fire Düsseldorf ist also bald Wirklichkeit. Award-Nominierung in Polen. Panthers Wroclaw-Präsident Michael Latos und der General Manager Kuba Glugowski sind für den Titel Sports Business Leader Polens des Jahres 2023 nominiert worden. Die Idee des Wettbewerbs besteht darin, Führungskräfte auszuzeichnen und hervorzuheben, die dank ihrer Ausstrahlung, ihres Wissens und ihrer Erfahrung einen Einfluss auf die Entwicklung der Sportbranche und des Sportbusiness haben. Die Gewinner werden am 21. November 2024 ermittelt und wir wünschen Latos und Glugowski viel Erfolg. Von der ELF in die GFL. Der junge Offensivlineman Paul Jakob, der 2023 noch für die Leipzig Kings und später für Finalist Stuttgart Search spielte, schließt sich den GFL-Verein Berlin Adler an. Der 19-jährige Athlet begann 2018 bei den Saalfeld Titans mit dem Football und hat sich schnell bis in die ELF hochgearbeitet. Er kann bei den Adlern nun den nächsten Schritt machen und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn eines Tages in der ELF wieder. Markus Hachenberg retired in der European League of Football.
Frankfurt Galaxy verliert mit Markus Hachenberg einen weiteren Spieler. Er zieht sich von den Hessen und aus der gesamten ELF zurück. Er will weiter American Football spielen, doch wieder im Amateurbereich. Darüber hinaus wird der Champion von 2021 auch Coach bei der U20 der Bad Homburg Sanitels werden. Wir wünschen Markus Hachenberg viel Erfolg als Coach und noch viele schöne Jahre als Spieler im Amateurbereich. Vienna Vikings bestätigen Spieler. Sie werden nicht verpflichtet und auch nicht verlängert. Nein, sie gehen in ihr zweites Jahr. Der österreichische Hauptstadtclub gibt nach und nach die Spieler bekannt, die 2024 in ihr zweites Jahr ihres aktuellen Zweijahresvertrags gehen. Bisher bestätigt sind diese vier Spieler: Cornerback Leonard Gerner, Defensivback Nicolas Hauser, Defensivlineman Maximilian Mühlner und Defensivback Benjamin Strait. Antwort der Woche. ELF Newzone hat Benjamin Strake von den Vienna Vikings die Frage gestellt, ob er glaubt, dass es ein Nachteil war, in der Eastern Conference zu spielen, da die Gegner Fever, Intronas und Prag Lions keinen guten Start hatten. Und es gab sehr viel Unruhe mit den Leipzig Kings. Seine Antwort darauf war: Ich glaube, man kann hier weder von einem Vor- noch von einem Nachteil sprechen. Aber, und das muss man auch zugeben, wir hatten im Halbfinale zum ersten Mal auf der defensiven Seite wirklich Probleme. Das Passspiel des Gegners zu bändigen war schwer. Ich denke, dass wir als Defensive über die Saison hinweg sehr wenig im Passing Game gechallenged worden sind. Und das ist uns wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Was ist eure Meinung dazu? Wurde die vermeintlich schwache Eastern Conference den Vikings zum Verhängnis oder glaubt ihr, dass sie nur deshalb überhaupt in die Playoffs gekommen sind? Schreibt eure Antwort gerne in die Kommentare. Bild der Woche. Zum Abschluss würden wir euch gerne noch mit dem Bild der Woche verwöhnen. Der ehemalige Center der Leipzig Kings und Berlin Thunder, Tilman Brütsch, hat seinen Headcoach-Posten bei den Salzland Raccoons gestartet. Für seinen ersten Auftritt hat er sich ein ganz besonderes Outfit einfallen lassen. Er kam zum Training mit Berlin Thunder Cap, Leipzig Kings Trainingshose und DHL-Hoodie. Wir sagen, we like. Wenn auch du das Outfit klasse findest, lass doch gerne ein Like unter dem Video da oder beim Podcast. 5 Sterne. Dankeschön. Wir sind am Ende angekommen von ELF Newzone für diese Woche. Vielen Dank, Hendrik, für diesen Beitrag. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch mal auf den Link auf Patreon, um etwas früher noch auf die exklusiven Inhalte zugreifen zu können. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen euch noch einen schönen Freitag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle, Freitagmorgen, zur nächsten Sendung von ELF Newzone.